Der Weg war schon immer steil und teils beschwerlich, um auf den Hügel zu gelangen, auf dem das Kloster Posa errichtet wurde. Und fast auf den Tag genau 900 Jahre nach Gründung heißt es am 6. September wieder, das Kloster ruft. Wir haben ja im Hintergrund das sogenannte Abtshaus. Das ist leider der einzige Teil, der von unserem ehemaligen Kloster Posa erhalten geblieben ist. Der Bau stammt von 1170 ungefähr. Und das Kloster Posa wurde vor 900 Jahren gegründet. Am 8. September 1114 wurde hier die erste Holzkapelle geweiht. Davor war es eine slawische Gauburg gewesen. Das bedeutet, dass das hier so eine Art Bezirksfestung gewesen ist der Slawen, die hier ja schon 1000 Jahre vorher gelebt haben und ihre Riten und Okkulte hier abgehalten haben. Dann kamen sozusagen die Christen und haben hier Einzug gehalten und das slawische Volk missioniert und die Region kolonisiert. Durch auch kriegerische Auseinandersetzungen eben die slawische Kultur verdrängt und das Christentum eingeführt. Und hier ein Kloster errichtet als Symbol für die Übermacht über die Heiden. Nach und nach wurde das Kloster mehr und mehr befestigt, denn der Kampf gegen die Heiden dauerte noch einige Zeit an. Der erste steinerne Bau wurde innerhalb von 7 Jahren errichtet. Dieser wurde nicht ohne Grund dort gebaut, denn man kann vom Berg weit nach Osten in die Leipziger Tieflandsbucht sehen. Heute gehen die Historiker davon aus, dass es relativ bedeutend gewesen ist, zumal es ja zu einer bestimmten Zeit auch der östlichste Ausläufer gewesen ist, des damaligen Einzugsgebiet der Christen im Kampf, um den Osten von den Slawen zu befreien, in Anführungsstrichen, sage ich mal. Man hat mehrere Klöster in der Zeit gegründet, zum Beispiel auch in Schkölen. Das wurde aber relativ zeitig wieder abgetragen, weil die Kriege mit den Slawen so heftig gewesen sind, dass sie das Kloster wieder zurücknehmen mussten und haben das dann in Schulforte aufgebaut. So ist Schulforte entstanden. Kloster Posa ist stehen geblieben. Warum, weiß man nicht mehr genau. Aber ich sag mal, allein strategisch oder topologisch von der Lage her, von der geografischen Lage, endet genau hier die Leipziger Tieflandsbucht und die ersten Hügel beginnen Richtung Thüringen. Also das ist schon strategisch eine sehr interessante Position, wo auch früher eine alte Heeresstraße lang lief und sozusagen diese Gaue eingeteilt hat und demnach auch sehr bedeutend gewesen ist. Klostereinwohner gab es schätzungsweise um die 60 bis 70, die auf dem Berg relativ autark gelebt und gearbeitet hatten. Man muss dazu sagen, es waren Benediktiner. Die Benediktiner war damals so eine Art Reformbewegung in der Zeit. Die hatten eine ganz besondere Strenge, die auch, das sieht man auch in der Bauschule dieser Klöster, die ohne Schmuck und große Luxussachen auskommen, um sozusagen back to the roots, also einfach zurück zum ursprünglichen Gedanken des keuschen, frommen Lebens zu kommen, das oberste Credo arbeiten und beten. Damit haben die eigentlich ihr Leben bestritten. Nichts ist für die Ewigkeit und so ist das Kloster im Zuge der Säkularisierung aufgelöst worden. Zuvor wurden um 1550 die Glocken von den Türmen genommen und der letzte Abt wurde im Kirchenschiff beigesetzt. Danach verfielen die Gebäude bzw. wurden auch Steine des Klosters für den Bau der Moritzburg verwendet. Der Standort wurde nur noch landwirtschaftlich genutzt. Ich bin Teil eines neuen Vereins hier. Es gab vor uns quasi nach der Wende schon mal einen Verein, der Verein zur Förderung der ländlichen Region Sachsen-Anhalt Süd, die hier versucht haben, das Klostergelände wieder zu beleben. Die haben hier 10 Jahre lang gute Arbeit geleistet und jetzt stehen wir auf dem Programm. Wir sind 10 junge Leute, die aus unterschiedlichsten Städten Deutschlands hierher gezogen sind und wollen versuchen, Zeitz auch in seiner Kulturlandschaft etwas zu bereichern. Wir haben vor, hier, diverse Angebote zu schaffen, die, ich sag mal, von auch wieder Landwirtschaft angefangen, von Streuobstwiesen, der Verarbeitung, die Veredelung von Produkten mit eigenem Bioladen und Hofcafé, also sozusagen die Verköstigung oder gastronomische Versorgung. Es sollen Herberge entstehen, dass Leute hier auch nächtigen können. Es werden Werkstätten entstehen, verschiedene Ateliers für Künstler, die hier arbeiten können. Wir versuchen eigentlich, unsere eigene Selbstständigkeit entweder mit hierher zu bringen auf Kloster Posa oder halt gezielt hier was Neues zu gründen. Man sieht das ja, dass in den letzten 20 Jahren also das starke rezessive Entwicklung im Kulturbereich stattgefunden hat. Und wir versuchen dem jetzt einfach entgegenzuwirken mit zeitgemäßen Angeboten. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf Gästen und Mitstreitern aus Zeitz und dem Umland, sondern soll weit über die Landesgrenzen hinaus Brücken bauen. So war der Chor des MDR schon zu Gast, aber auch Theatergruppen verbrachten auf dem Gelände Zeit zum Arbeiten, Proben und führten ihre Stücke auf. Über Unterstützung jeglicher Art aus der Region freut sich der gemeinnützige Verein aber trotzdem. Allen Interessierten ist daher der 6. September ans Herz gelegt. Es wird Live-Musik, Lesung, Vorstellung eines neuen Buches mit und über Posa geben,
Kunstausstellungen, Vorträge, einen Klostermarkt und natürlich kulinarische Spezialitäten. Am Abend folgt eine Lichtkunst-Fassadenprojektion, neudeutsch Mapping genannt.